Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Risen. Ja, ich habe mich hier mal ein bisschen hingesetzt, denn es gibt eine schlechte Nachricht. In der Hafenstadt gibt es keine Levitationsschriftrollen. Das heißt, ich muss auf das Schwert nochmal warten, bis wir, ja, den richtigen Schliff haben. So, wir sollten uns jetzt aber weiter Richtung Banditenlager aufmachen. Das heißt, wir kommen eigentlich nochmal an der Farm vorbei. Jetzt ist aber die Frage, welches Level hattet ihr jetzt? Ihr seid auch Krallenviecher. Vielleicht kriegt ihr ja jetzt kaputt. Ach, und noch eins. Ich habe eben durch Nahrung essen. Ich habe Äpfel gegessen, habe ich noch einen Stärke dazu gekriegt. Auch ganz cool. Also, wenn man sich dann hochheilt mit Essen und so. Ein, zwei mehr Attribute zu bekommen, finde ich gar nicht mal so verkehrt. So, dann wollen wir erstmal gucken hier. Hier oben haben wir jetzt noch ein paar Seegeier. Pullen wir uns mal einen runter. Wollen wir mal gucken. Aha, das ist also der Seitwärts. Oha! Okay, den muss ich jetzt mal üben. Aber der ist cool, der Move. Und da noch eine schöne Schlitzattacke. Au. Aha, okay, es geht sogar in beide Richtungen. Finde ich cool. Echt nicht schlecht. Ja. Jawohl, wir werden ja langsam ein richtiger Schwertkämpfer hier. Also die Moves waren ja jetzt echt nicht von schlechten Eltern. So, dann gucken wir uns hier hinten mal um. Habt ihr irgendwas beschützt? Könnte ja sein. Oder seid ihr einfach nur für die Nahrungszufuhr gedacht gewesen? Ich glaube eher zweiteres. Na gut, na gut. Nicht so weit das Schlimme. Wir können ja jetzt hier nochmal an der Farm guten Tag sagen. Ja, wo schon einer der Feldarbeiter nicht mehr da ist. Hallo! Sag mal, was weißt du über das Auge des Inquisitors? Ich habe gehört, es ist ein magisches Artefakt, das er in einer Ruine auf einer anderen Insel gefunden hat. Oh, okay. Habe ich ihm den Stab geklaut? Was ist los? Okay, mit dir kann ich nicht weiter reden. Lass uns handeln. Mit ihm kann ich jetzt auch nichts weiter machen. Er hätte jetzt nochmal Heiltränke. Soll ich mir jetzt nochmal ein paar Heiltränke gönnen? Oder nicht? Die kosten ja 30 im Einkauf. Ups. Lass uns handeln. Ich drücke immer die falsche Taste. Das wären insgesamt 150 Gold. Ihnen aber so wirklich was geben möchte ich jetzt nicht. Außer das Gold halt. So. Nimm mich besser mit. Fühle ich mich einfach ein bisschen sicherer. Liegen hier vielleicht wieder Eier rum, liebe Hühnchen? Die Eier fallen lassen. Nein. Ah, da ist noch ein Pass Lied. Auf, was du anfasst. Sauber. Probieren wir mal reinzuschleichen. Eine Goldmünze, ein Lichtzauber. So. Und nochmal von vorne. Na also. Jawohl. Nehmen wir alles mit. Nichts weiter. Jetzt nehmen wir uns noch die Milch. Das Bier. Das Ei. Und die einfache Truhe. Oh. Haben wir denn da drin gehabt? Mal wieder langsam rausschleichen.
Was haben wir denn da drin gehabt? Jetzt können wir uns das mal angucken. Sah nach einer Rüstung aus. Wetterfest und stabil. Bietet marginalen Schutz im Kampf. Ist sogar ein bisschen schlechter als meine jetzige. Wie sieht die denn aus? Naja, es geht. Kann ich mich irgendwo mal hinsetzen? Fällt überhaupt nicht auf. Ist das hier nicht... Nee, das ist keine Bank. Hier, auf den Hocker. Auf den Stuhl einmal setzen. Naja. Jetzt sehen wir... nicht wirklich cool aus. Ist keine Ritterrüstung. Aber ich wechsle wieder aufs Offiziersgewand. Aber jetzt können wir uns ja hier hinten auch mit den Keilern und alles anlegen. Ja. Oh, Rache ist Blutwurst. Ich bin vor euch weggelaufen, weil ich unerfahren war. Aber jetzt. Jetzt bin ich ein Held. Und hier haben wir noch ganz viel Grünzeug. Aber warum sind keine Keiler mehr hier? Hatte ich die alle schon ums Eck gebracht? Ja, nee, da vorne sind sie. So. Dann holen wir uns gleich mal einen her. Und Peaks. Peaks und... Oha. Okay, nicht zu unterschätzen. Das ist so fies immer. Ich dachte, ich hab ihn. Oh, 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 oh. Okay, da brauche ich schon den ersten Trank. Da war ich schon wieder zu übermütig. Mann, die sind aber auch fix, ey. Ei. Ja. Ja. Und weg mit dir. Eieiei. Okay, die waren jetzt wirklich nicht so von schlechten Eltern. Zum Glück habe ich noch ein paar Steaks. Essen wir uns erstmal wieder satt. Weil da oben müsste ja, glaube ich, noch einer gewesen sein. Weil die Heiltränke möchte ich wirklich nur für den Kampf benutzen. So. Das dürfte reichen. Halt. Nee, jetzt hat er noch ein mehr gefressen. Eieiei. So, haben wir hier hinten irgendwas Interessantes? Was war das? Was hat mich hier angeknurrt? War das etwa ein Wolfi? So, und hier oben war doch auch nochmal ein Keiler, oder? Irgendwo hier? Ah ne, hier war ein Wolf. Genau, den Wolf habe ich nicht kaputt gekriegt gehabt. So, Rache ist Blutwurst. Oh, das sind sogar drei. Oh, 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 oh. Erstmal rausscrollen. Na, schön in Reihe und Glied, meine lieben Wölfchen. Okay. Ja. Ah, der hat schön ausgewichen hier. Und schön. Alter, jetzt übertreibe mich. Mit deinen ganzen Bissattacken. Nämlich ich kann genauso zubeißen. So, haben wir noch mal ein paar extra EP gekriegt. Was habt ihr denn hier oben beschützt? Wollen wir noch mal schauen. Oh, da ist noch ein Wolf. Ins Gesicht. Na komm. Also von den Keilern habe ich mehr Respekt als von den Wölfen. Wir haben noch den Bolzen im Auge. Tut dir das nicht weh, mein Freund? Nein? Okay.
Dann wirst du einfach ausgenommen. So. Ist nochmal irgendeine Höhle. Das war auch der Wolf, der mich angeknurrt hatte. Stimmt, hier unten waren ja die anderen Motten. Ja, ich denke mal, wir nehmen alle Tiere mit. Oh, eine Stachelratte. Mann, gut, dass ich dich gesehen habe. Gab gleich einen in den Hintern. Oh, gleich noch eine. Ja! Ah, die sind auch immer flink, diese kleinen Biester. Ja! Da war ich ein bisschen zu eilig. Na, aber wir halten mittlerweile ein bisschen was aus. Deswegen klappt das auch schon ein bisschen besser. So, wo sind wir jetzt hier und was haben wir hier? So, ich werde jetzt aber erstmal gucken, wo wir haben wir unsere Fackel. Da haben wir eine Fackel. Mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ah, da ist noch eine Stachelratte. Okay. Meine Angriffe aufzuladen. Aha. Okay, ich habe es gerade probiert. Das hat jetzt nicht so geklappt. Jawohl. So, schnell die Fackel holen. Ich will ja auch ein bisschen was sehen hier. Und ihr natürlich auch. Und nochmal von vorne. Wir haben ja noch. Dietrich ist abgebrochen. Noch ein paar Dietriche. Jawohl. Ganz schön viel Gold. Sehr schön. Das waren die Heiltränke, die ich mir gekauft habe. Die haben wir jetzt schon wieder drin. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. Und hier hinten ist jetzt nur Erze. Gucken wir erstmal noch hier hinten so ein bisschen rein. Der Gang geht halt deutlich, deutlich weiter. So eine Goldader. Na gut, dann hauen wir mal ein bisschen Gold ab. Haben wir uns verdient hier. Das hat sich gelohnt. Na, ich glaube, wir müssen öfters mal Höhlen erforschen. Na gut, dann holen wir uns hier auch nochmal die Eisenerzader ab. Na komm. Und nochmal. Eia. Mehr ist nicht zu holen. Ich glaube, 5 Stück gibt's immer pro. Na, hops. Hops rauf da. Eieiei. Ganz schön wackelig der Boden hier. Das hat sich gelohnt. Und hier im Raum war jetzt nichts weiter, ne? Okay, aber ich weiß, glaube ich, noch eine Goldader. Und ich glaube, wir hatten auch im Anfangsgebiet auch nochmal eine Höhle. Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Müsste man nochmal schauen. Aber wir haben ja hier hinten noch die Höhle der Wölfe. Da war doch auch, glaube ich, noch eine Goldader oder so. Ich weiß nicht, also für den Schmied werden wir wohl wahrscheinlich ein bisschen Eisenerz so brauchen. Weiß ja nicht, vielleicht gibt es ja auch sowas wie Methril oder ne? Etwas härteres, Titan. Irgendwas in der Richtung wird es ja wohl wahrscheinlich noch geben. Ich denke mal nicht, dass Eisen das härteste ist. Oder vielleicht aus 2 zusammengeschmolzen, das könnte natürlich auch gut sein. Na, hier haben wir noch einen Pilz. Die Truhe war ja offen. Das weiß ich noch. So, dann gucken wir hier hinten mal in die Höhle. Da war doch auch irgendwo was. Das war ja auch ein Stollen. Ja.
Was hier hinten drinne? Eieieiei. In den Höhlen, die ganze Erde bebt hier. So. Also Gold weiß ich ja, das brauchen wir ja schon für Schmuck herzustellen. Mehr ist nicht zu holen. Also diese ganzen Goldbrocken, die wir jetzt hier gefunden haben, kann man verkaufen oder Schmuckstücke draus schmieden. Na, vielleicht gibt es ja dann sozusagen verschiedene Härtegrade für Waffen oder so, dass man dann da verschiedene Arten von Eisenerz benötigt. Werden wir gucken. Gibt ja immer so in solchen Spielen schön viele Optionen. Bis jetzt bin ich von den Optionen hier echt begeistert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, der ist umgefallen, ja? Dabei hat er sich nur umgedreht. So. Nicht zu viel, nicht zu viel. Ei, der ist viel zu schnell. Ja, den habe ich noch mit erwischt. Dieses Wegblocken des Schildes, das ist so mies. Oha. Ah, vielleicht kriegen wir da auch irgendwie mal einen Skill oder so. Alter, ich habe so einen Respekt von den Viechern. Alter, das gibt es doch nicht. Ich darf nicht zweimal zuschlagen. Es ist immer fataler Fehler. Ihn einmal zuschlagen lassen und töten. So nach dem Motto. Eieiei. So, dann essen wir unterwegs natürlich wieder was. Wir haben noch ein paar Chicken Wings. Blöde ist, ich kann dann immer die Kamera nicht so drehen. Denn zum Wohle. Das ist ein Brathering. Okay, den hatte ich ja alle gebraten. Gut, das ist alles leer. Dann können wir hier nochmal Leibbrot. Käse, ein Ei. Aber in den Rüben und Trauben weiß ich jetzt noch nicht so. Ui. Ah, das ist wieder ein Krallenfalter. Da haben wir noch einen Wolf und noch einen. Oh, das sind schon wieder drei. Na, erstmal hier aufs Felde raus. Weil ganz ehrlich, die Wölfe im Rudel? Okay. Oh, da hat er einmal zu viel. Aber die machen auch nicht so viel Schaden. Man muss nur aufpassen, von welcher Seite aus sie kommen. Und dann geht's eigentlich. Ja. Ah. Oh Mist. Ein Schlag zu viel. Muss nur gucken, welcher jetzt zuerst angreifen will. Also immer ein Problem. Na komm. Ah, jetzt willst du wieder. Der andere wollte beißen, das habe ich gesehen. Tja. So. Einer ist wirklich nicht so schwer. Ja, komm. Man nannte mich auch den... Oh Mist, jetzt habe ich das Blocken zu früh runtergenommen. Wolf schlechter. So. Ja, läuft doch eigentlich ganz gut. Aber ich weiß ja nicht, ob ich jetzt schon viel Blödsinn gebaut habe. Ich hoffe mal nicht. Essen wir unterwegs einfach mal einen Hering. Ein paar.
So. Ah, jetzt geht mir das Essen langsam aus. Schade. Gut, jetzt muss ich halt ein bisschen mehr aufpassen. Wo sind wir denn hier? Da haben wir noch mehr Wölfe da unten. Eine Stachelratte da unten. Hier scheint auch der Weg runter zu gehen. Wir hatten da hinten einen Krallenfalter. Sogar zwei. Na gut. Das ist jetzt natürlich schlecht hier mit den Büschen im Weg. Oh, 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 oh. Die halten aber gut was aus. Ah, der andere ist abgehauen. Ah, es geht. Ja, komm. So, einer geht locker klar. So, und den anderen holen wir uns auch. Da können wir uns den Armbrustbolzen sparen, denke ich mal. Den holen wir uns doch jetzt auch easy peasy ab hier. Was haben wir hier für einen Turm? Na, komm. Erwischt. Ja. Ah, das ging ganz gut und ja. Tschüss. Okay, an den Turm komme ich so nicht ran, weil der ist... oh. Ja. Da sind ein paar Gegner und so. Aber gehe ich jetzt schon hier hinten runter oder... Gehe ich jetzt nochmal komplett zurück? Ich denke mal, wir sollten erstmal nochmal zurück zum Anfang gehen. Ich bin der Meinung, da war doch auch eine Höhle, oder? Da bin ich aber nicht reingegangen, glaube ich. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Oder habe ich... Ich drücke jetzt meinen Schluss. Ich habe halt die Hoffnung, dass irgendwo noch ein Levitationszauber ist. Dann könnten wir uns ganz schnell das Schwert holen. Einmal da hinten hoch. Und so weiter. Und ich glaube nicht, dass hier die Gegner nachspawnen, weil wir nehmen ja jetzt schon ein paar Folgen auf. Und alles, was tot ist, bleibt hier auch tot. Deswegen, ja, man könnte... Oh, da ist noch ein Keiler. Der muss aber auch weg. Das geht nicht anders. Und er haut mir erst das Schild weg. Und danach setzt er nochmal nach. Das ist so gemein. Alter, diese Keile hätte ich nie kaputt gekriegt. Ruhe in Frieden. Aha, Ruhe in Frieden. Wir sind Ruhe in Frieden. Nur Grabsteine. So enden wir alle mal. Ah. Irgendwas versteckt hier hinter? Nee. Ah, es sind wohl die ganzen Novizen, die hier die Arbeit nicht durchgestanden haben. Hm. Dann haben die auch nicht mitgekriegt, dass ich deren Keiler jetzt da weggemacht habe. Waren wir hier eigentlich an der Truhe schon mal dran? Ja, da sie auf ist, ja. Definitiv. War mir jetzt nicht mehr sicher. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal nochmal den Cut. Und ich werde jetzt hier noch eine Runde schlafen. Bevor wir uns Richtung, ja, altes Gebiet vorwagen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.